Sie haben ja damit rumprobiert. Was haben Sie rausgekriegt? Naja, erst fing das Verhalten an und wir haben so rumgetestet und auf einmal haben wir dann Overunity gemessen und das hat natürlich unser Interesse verstärkt. Was heißt Overunity? Naja, dass mehr rauskommt, als man reingesteckt hat. Herzlich willkommen bei EXO Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. In der Wissenschaft kommt man nur voran, wenn irgendwo ein Stuhl frei wird, heißt es. Was macht man also als Wissenschaftler, wenn man Sachen wie freie Energie oder den Effekt von Geist auf Materie erforschen will? Man gründet eben sein eigenes Forschungsinstitut. Und das haben wir uns mal genauer angeschaut. Grenzwissenschaftler hautnah. Ein altes Forschungszentrum der früheren DDR. Hier testen Wissenschaftler abseits des Mainstreams revolutionäre Technologien der Zukunft. Brennstoffe, die die Umwelt nicht belasten sollen. Motoren, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Und ein Laserexperiment, mit dem ein für alle Mal bewiesen werden soll, dass Gedanken Materie beeinflussen können. Operation Grenzwissenschaft. So, hallo. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kolberg. Vielen Dank, bitte, Herr Dr. Ludwig. Jetzt zeigen Sie mich mal rum hier. Alles klar. Was ist denn Bewusstsein? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das, was wir erleben, ist Teil des Bewusstseins, also dass wir bewusst sind, dass wir Dinge wahrnehmen, dass wir sie verarbeiten können. Dazu gehört dann eben auch so die Schnittstelle zur Sinneswahrnehmung, aber auch zur Gefühlswelt, zur Vergangenheit, ja, und wir als Wesen. Für mich ist das Bewusstsein sozusagen der Wesenskern. Und wo hört das Bewusstsein auf und wo fängt es an? Für mich hört das Bewusstsein da auf, wo es materiell wird. Also das Bewusstsein ist etwas Immaterielles für mich. Und trotzdem scheint es Wechselwirkungen zu geben zwischen Bewusstsein und Materie. Genau. Und wie äußern die sich? Erstmal muss man bei der Bewusstseinsforschung unterscheiden. Es gibt zum einen eben, sag mal, von Bewusstsein zu Bewusstsein. Das ist Telepathie, solche Dinge. Ja, das ist eine Sparte. Dann gibt es Bewusstsein zu Körper. Das ist die Gesundheit vor allen Dingen auch, ja. Und dann gibt es eben Bewusstsein zu Materie. Das wäre jetzt Telekinese oder so, Dinge bewegen sich. Oder eben mehr wissenschaftlich, Zufallsprozesse werden beeinflusst. Und da, das ist mehr eben auch unsere Richtung, in der wir gehen. Ja, hallo, hier sind wir in dem, man könnte ihn Sofa-Raum nennen, aber es ist eigentlich der Raum, wo die Probanden, die Leute, die mit dem Bewusstsein arbeiten sollen, gemütlich in Ruhe sitzen können, vielleicht auch meditieren können vorher, wenn sie möchten, in Stille sein. Ist ja auch sehr ruhig hier. So, was machen wir hier? Man kann hier im Nebenraum befinden sich die Geräte, die wir vorher gesehen haben, aber hier befindet sich eben auch ein Gerät, was wir entwickelt haben. Das ist sozusagen ein Gerät, was angelehnt, diese Kurve an das Peer Lab. Das ist Einfluss auf Zufallsprozesse. Hier drinnen befindet sich ein Zufallsgenerator und wenn man das einschaltet, dann fängt es an, Zufallszahlen zu generieren. Das wäre jetzt ein Lauf mit 1000, das heißt von hier bis da sind 1000. Und was man hier so ganz leicht sieht, ist, dass da eine grüne Linie entsteht, die so ein bisschen rauf und runter geht. Und die Idee hierbei ist, dass man das beeinflusst, sodass es oben oder unten aus dieser Parabel herauskommt. Die Parabel ist das, der normale Zufallsprozess. Mhm. Ja? 2-Sigma-Umgebung für den Spezialisten und oder 96,5% ist innerhalb der Parabel und außerhalb der Parabel. Das wäre jetzt sozusagen erstrebenswert.
Das heißt, wenn Leute hier meditieren, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Im Moment dümpelt es um die Nulllinie herum. Es passiert also im Moment hier bewusstseinsmäßig nichts Großartiges. Weil sich auch keiner drauf konzentriert. Ja, wahrscheinlich, genau. Aber jetzt konzentrieren wir uns und es geht langsam nach oben. Ja, auch sieht man dadurch, dass die, wenn die Zahlen jetzt immer über 100 sind, dann geht er weiter und weiter nach oben. Man sieht aber, dass manchmal sind sie über, manchmal unter. Das heißt, es pendelt dann so hin und her. Also wenn die Zahl über 100 ist, dann geht der nächste Schritt weiter nach oben. Ist die Zahl unter 100, geht der nächste Schritt nach unten. Ja, und da sitzen die Leute hier und die Studie, die wir jetzt hier zuletzt gemacht haben, die macht sozusagen hier, setzt das in Vergleich mit und ohne Kosirev-Spiegel. Aber wir haben auch noch andere Dinge da drin verarbeitet. Was ist der Kosirev-Spiegel? Naja, ein Oval aus Aluminiumplatten, wo man sich reinsetzen kann und es wird gesagt, es verändert den Bewusstseinszustand. Gut möglich, dass bald völlig neue Energietechnologien verfügbar werden. Dieser Erfinder hier sagt, dass er unbegrenzt Strom aus einer Kristallzelle liefern kann. Aber auch Wasser lässt sich in Treibstoff umwandeln, wie man hier sieht. Welche Technologie wünscht ihr euch? Bitte schreibt mir euren Kommentar und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Die gesamte Reportage aus dem Forschungszentrum der Grenzwissenschaftler gibt's ab sofort auf ExoMagazin TV. Schaut doch gleich mal rein. Ciao.